Ja, Freunde, heute gibt's zur Abwechslung mal wieder eine Runde Minion Masters. Ja, yeah, ich weiß. Aber mir macht Spaß. Und deswegen spielen wir heute wieder. Ich bin nämlich wieder ganz gemütlich auf dem Weg in die Grandmaster League. Ja, bis Meister 4 habe ich schon geschafft. Ist aber noch ein Stückchen hin, bis ich wieder nah bin. Grundsätzlich hat sich an meinem Team nicht viel getan. Es ist immer noch dasselbe. Ich habe vorher aber viel mit den Betäubern gespielt. Die kosten 4 Mana. Jetzt habe ich Shen Sturmschlag mit dabei. Das ist ein Betäubungsaffe. Der hält mehr aus und verteilt auch mehr Schaden, aber nur auf einzelne Ziele. Und er ist mit meiner Wolkenschlange kombinierbar. Dann kann er alle betäuben. Das werde ich dann aber nochmal erzählen, wenn es soweit ist. Das ist sowieso ein kompliziertes Spiel, wenn man die Karten nicht kennt. Es gibt auch einen neuen Meister, der steht gerade drüben. Im Showtime! Grunde genommen kann er einmal drüber fliegen wie so ein kleines UFO und ein bisschen Schaden austeilen. Ansonsten, ja, heilt er seine Minions ein bisschen. Also nichts Besonderes. So, die Brücken haben wir erstmal ganz gut. So, mit Lasergeschütz. Darauf verlasse ich mich jetzt. Komm, Lasergeschütz, Lasergeschütz, Lasergeschütz. Pio, 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 pio. Ja, nee, 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 warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Genau deswegen. Zack, alle kriegen ein Schild. Leveltechnisch liegt der Gegner gerade einen Tick weit vorn, ist aber nicht ganz so schlimm, kriegen wir gleich noch geregelt. Weil wichtig ist, dass jetzt hier seine Sanduhr, die alle paar Sekunden mal so eine Schwärmerhorde loslässt, da erstmal am Leben bleibt, sonst lohnt sich das Ding nicht. Jawohl, die macht Flächenschaden, die Arkanistin. Bams. Die macht doch die Succubus nass, wenn sie rankommt. So, Amrislav, Pio, Pio, Pio. Er spielt auf den klassischen Overrun. Wir wollen also wirklich den Gegner versuchen zu überrennen. Da ist die Succubus natürlich ideal, die sich immer zurückboarden kann. So, Shen Sturmschlag bereit zum Einsatz. Ich will aber noch nicht großartig den aus dem Spiel nehmen, weil das ist hier dieser Dämonensoldat. Wenn der Stufe 5 erreicht, ist er ziemlich hardcore. Gut, jetzt muss ich das gut timen, damit die Schwärmer direkt die Armbrüstler hinter sich haben, damit wir jetzt die Dings besiegt bekommen. Die haben jetzt auch einen Vorboten auf dem Platz, der hier seine Speere schleudert. Jetzt gebe ich passiv noch Deckung im Lasergeschütz. So haben wir Levelvorsprung. Den haben wir uns gut rausgearbeitet. Die sind noch nicht mal Level 2. Wir sind Level 2 gerade geworden. Jawohl, deren Vorbote ist weg. Wenn ich unseren Vorboten nochmal geheilt kriege, bleibt er da noch in der Mitte. Jetzt kriegt er die Wolkenschlange noch dahinter, damit er sich gegen die Kleinen verteidigen kann. Wunderbar. Und jetzt steht er vor der Zitadelle und macht ordentlich Damage. Und jetzt gibt's als Bonus nochmal ein Schild. Jawohl, ich fange damit gerade so den Shadow Whelp noch ab. Und einen Hit kriegen sie dadurch noch. Das hat richtig wehgetan für den Gegner. Lass sie mal kommen. Wir müssen jetzt nicht. Wir haben jetzt Zeit. Die haben keinen Kettenblitzer, wie es aussieht. Aber dafür kann er natürlich die Brücken in Brand stecken. Ja, mein Husten plagt mich immer noch ein bisschen. So, ein Armbruster geht nach unten. Zweier nach oben. Die Succubus, die portet sich natürlich jedes Mal weg. Das ist der Betäuberwagen. So, da stellen wir jetzt mal die Mauer hin. Das meine ich damit. Das ist hier sein kleiner Schlag. Ja, ist jetzt nicht wirklich besonders, aber es kann schon nerven. Lassen wir es so. Bis jetzt habe ich die Fähigkeit von ihm noch nicht genutzt. Vorbote steht. Der Gegner sieht ein. Er kommt nicht durch. Flächenüberlegenheit. Wolkenschlange dahinter. Schild für alle. Sieht gut aus. Man muss hier echt schon schnell mitkommen, ne? Wir spielen hier auch nicht Bronzeliga. Zweite Wolkenschlange auf dem Feld. Wenn die Zauber spielen, rasten die beiden aus.
Wir sind Level 3, klarer Vorsprung, nichts mehr zu machen. Ganz cool, spielen wir das jetzt zu Ende. Keine Chance für den Gegner. 4 Minuten 20. Gut gespielt. Keine Chance. Was denen gefehlt hat, ist Massenvernichtung. Die hätten jetzt irgendwas haben müssen, um irgendwie alle unsere wegzuhauen. Es gibt zum Beispiel einen Kettenblitz, der da 10-mal überspringt. Damit könnte man so eine Kleiderhorde ganz locker fertig machen. Da gibt es noch so einen Vernichter, der, wenn er einklatscht, dann so eine Explosion auslöst. War aber alles nicht. Muss ich auch nicht alles erzählen. Weil wenn es nicht auftaucht, brauchen wir nicht überreden. Wichtig wird nachher hier dieser Dämon, der im Hintergrund zu sehen ist. Der ist nachher noch bitter. Der hat ein bisschen was drauf. Der tötet alles, was weniger als 40 Life hat. Und lässt die anderen dann abhauen. Also die Flucht ergreifen. Das ist besonders bitter, wenn du aber wirklich was Größeres hinstellst. Starthand ist nicht perfekt. Er hat eine Heilerin, er spielt auf die Statue und hat einen Feuerball dabei. Dann werde ich jetzt gleich eröffnen. Sehr gut. Gut gespielt mit dem Feuerball direkt. Die haben zum Beispiel Massenvernichtung hier. Das ist dieser Scrap Punk. Der dreht sich immer und macht alles platt. Ich stand jetzt wieder mein Lasergeschütz. Und jetzt kommt's drauf an. Holt er mit Hypnose. Gute Idee. Hätte ich nicht gespielt. Das kann jetzt ganz blöd für die enden. Wenn mein Lasergeschütz den jetzt weghält, das sind 8-9 Mana, die da weg sind. Ja, das hilft nicht, ob du den porten kannst oder nicht. Zack, tot ist er. Tschüss. War zwar ein toller Trick. Ich lass ihn kommen. Ist mir egal. Das hilft auch nicht. Trotz der hohen Verluste kommen sie noch durch. Den hätte ich jetzt nicht als Front gespielt, aber gut. So, jetzt ist die Fähigkeit von ihm aktiv, damit kann ich alles in einem gewissen Umkreis direkt betäuben. Ich spiele momentan sehr viele mit diesen unsichtbaren Drachen oder Attentätern. Die siehst du eben halt nur, wenn die dann zuhauen. Bringt es aber absolut nicht, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen gegen irgendwas. Zack, alle betäubt. Bautz. Den haut er damit schon mal weg. Die beide noch schützen, die werden es aber unten nicht schaffen. Egal, wie gut ich die schütze. Jetzt mit der Heilerin könnte das werden. Die hätte aber vorher spielen müssen. Na, schaffen die es noch? Ja, sieht gut aus. Nur noch mein kleiner Fahnenträger vorne. Als Frontline. Ist nicht der Beste. Aber könnte reichen. So, jetzt kann ich erstmal eine ganze Weile nicht spielen. Nur die Statue hier. Bisschen wenig. Ja, danke. Bautz. Das war mir auch klar, dass der den jetzt in Brand steckt. Ist aber nicht so schlimm, weil meiner steht nicht mehr drin. Mein großer. Die Statue, ja. Feuerball, kann ich nicht mehr drauf reagieren. Oh, jetzt wird's knapp. Schafft er das noch? Komm schon! Ja! Das war nämlich dieser kleine Geist, der wollte gerade meinen über die Kontrolle übernehmen. Hat nicht funktioniert. Wenn es gut läuft, komm schon. Ich trau mich nicht. Es lohnt sich nicht, ihn jetzt nochmal zu heilen. So, eine Wand vorgesetzt. Alles weggeschossen. Wand kann ich nur empfehlen. Nice to have. 7 Mana, na? Der Scrap Punk. Lohnt sich jetzt großartig zu spielen dagegen. Zum! Zack, betäubt. Die Hälfte überlebt. Jetzt wird's natürlich hinten bitter. Ich muss nämlich anfangen, den dicken Motor zu prügeln, sonst haben wir gleich ein Problem. Ja. Der war gut gespielt. Da können wir jetzt nichts mehr gegen machen.
Solange der betäubt ist, kriegen wir noch, aber kriegen wir nicht mehr hin. Ja, das mit dem Porten versucht. Also manchmal, ne, das hätte jetzt auch wieder in die Hose gehen können. Da haben sie Glück gehabt, ein bisschen. Aber gehört ja immer zum Spiel mit dazu. Wenn, ne, werden wir jetzt auch gleich erleben. Ich habe auch schon oft genug Glück gehabt. Aber wenn du das mit diesen Vorporten, mit diesen, da machst das, ist immer sehr risky. Das haben wir beim Geschütz schon gesehen. Vielleicht hätte ich vorher da was rüberziehen sollen. Naja, gut. Man kann ja nicht immer gewinnen. Manchmal habe ich dann traue ich mich das immer gar nicht reinzustellen, wenn ich dann 4-5 Mal hintereinander gewinne. Weil manchmal ist auch einer AFK oder was weiß ich. Macht ein blöder Fehler reicht ja. Hier ab der Masterliga, wenn du da irgendwie was wirklich extrem verhaust, war's das. Dann kriegst du diesen Levelvorsprung nicht mehr rausgeholt. So, richtig schlechtes Blatt. Wahnsinn, was für ein toller Trick. Der überlebt. Das ist der Shadow Wave, ne? Ja, da ist er. Zack. 5 Mana kostet der. Und die habe ich damit mal ganz locker außer Gefecht gesetzt. Lasergeschütz, eins meiner absolut besten Geräte auf dem Feld. Wenn der Dicke da explodiert, das ist da so ein Kriecher, kommen nochmal 3 so eine kleinen Schwärmer. Ist jetzt nicht die Bombeneinheit. Ja, Wolkenschlange mit Wut und Eile. Verfluchter Boden. Der zieht immer alle Flugeinheiten runter. Bringt gegen meine Wolkenschlange aber nicht viel. Die kann sich ideal verteidigen dagegen. So, jetzt wird's interessant. Der Arkanisten steht noch dahinter und ich habe nichts großartig. Um da noch was ranzuschicken. Ich muss jetzt also erstmal 2 Sekunden warten. Wichtig ist, dass wir das oben gewinnen. So, Betäuber. Komm schon, ihr schafft das. Ah, nicht ganz. Schade. So. Zack, betäubt, betäubt, betäubt. Komm schon, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Komm schon. Jetzt, Baby. Zack. Ein Schild hat er noch bekommen. Moment, lebt er noch. Und die Wolkenschlange wieder mit Wut und Eile. Bam, 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 bam. Mein kleines MG42. Richtig bitter. Niemand ist so gefährlich wie die Wolkenschlange. Risiko, jetzt kann ich's wagen. Zack, komm, schieß mich an. Hautz. Hautz. Sei noch unbesiegbar, sei noch unbesiegbar. Ja! Abgeprallt, sehr gut. Sehr gut. Das ist gut. Easy abgewehrt. Mein Dicker wieder. 6 Sekunden lang. Kostet jetzt 9 Mana. Aber wenn er Schaden bekommt, ist er 6 Sekunden lang unverwüstlich. Immer wenn er leuchtet. Wenn er dann Schaden bekommt, ist Schluss mit lustig. Und unbesiegbar, der Hexenwolf, 7 Mana. Bautz, tot. Pass auf, er lädt sich wieder auf, er lädt sich wieder auf. Bautz, wieder unbesiegbar. Und das war's. Das hört sich immer so easy an, mit dem zu spielen, das muss dann auch klappen. Wenn da ein bisschen Pech dabei ist vom Timing her, ich hatte jetzt super Timing. 2 Mal. Jedes Mal war er unbesiegbar. Du kannst ihn aber betäuben. Und deswegen, gegen Betäubung kann man, also mit Betäubung kann man eigentlich fast alles auskontern irgendwie. Und deswegen ist das immer so wichtig. Deswegen kann ich diesen Affen nur empfehlen. Hier. Shen Sturmschlag. Wenn vorher eine Karte gespielt worden kann, kann ich alle 3 Sekunden betäuben. Ansonsten betäubt er nur alle 2. Und alle im Umkreis. Das heißt, es ist egal wie viel, ob fliegend oder nicht. In dem Moment, wo ich den da reinsetze, ist erstmal alles betäubt und ruhig. Das kann spielentscheidend sein. Ich bin auch kein Freund immer davon, wirklich eine Strategie zu fahren. Sprich, sich auf eine Kombo hier einzulassen. Man kann hier wirklich viele Kombinationen spielen. Ich spiele hier auf 2. Einmal auf die Himmelsarmee und einmal auf die Senji-Karten. Also 2 halbe.
Und damit funktioniert das eigentlich recht gut. So. Hab ich wieder denselben Kollegen gekriegt? Die spielen hinten mit dem Dings. Komm, mach. Ja. Drei Mana geopfert für drei gar nichts. Oh, warte. Halt, halt, Schild davor, Schild davor! Ja! Ah! Komm schon, Betäuberäffchen, komm schon! Ja! Betäub! Der übrigens mit seinem Stab, der verteilt Geister, wenn er jemanden getötet hat. Das ist im Prinzip so ein Bonus-Buff, dass er mehr Life bekommt. Aber nur wenn er was tötet. Jetzt ist er an der Zitadelle, jetzt ist auch egal. Die Wolkenschlange lebt noch, nicht mehr lange. So, baut's. Wir brauchen ganz dringend Unterstützung. Das ist jetzt schlecht, das ist jetzt schlecht, das ist jetzt schlecht. Zack. Hier ist die Wand. Ja, da ist die Wand. Ja, da ist die Wand. Da ist die Wand. Nicht die Heilerin, nicht die Heilerin. Die Heilerin ist da ganz blöd gerade. Das überlebt die zwar, aber das bringt uns gerade überhaupt nicht weiter. Bautz. Schaffst du nicht mit dem kleinen Geist. Zack. War zu früh gespielt. Die Übernahme. Das habe ich mir schon gedacht. Kommen wir nicht mehr an. Schade. Brücke behalten wir. Jedenfalls die obere. Wir haben aber immer noch leichten Levelvorsprung. Jetzt nehme ich ihn einfach den Streuner aus dem Spiel und hoffe, dass das clever war. Ah. Da gibt's Geister. Jawohl, zack, zack. Und der dritte kriegt auch noch eins. Komm schon. Sehr gut. Leveltechnisch liegen wir aber weit hinten. Da müssen wir jetzt echt zusehen, dass wir da nochmal rankommen. An einer Seite, jetzt ist wieder aktiv. Gleich kann ich, gleich kann ich, gleich kann ich, gleich kann ich. Betäubt. Komm, hau zu, mein Dickerchen. Das ist das gute Hackebeil. Komm, lauf rum. Ah, gut abgewehrt. Komm schon, sein Sturmschlag. Den übernimmt er jetzt. Da kann ich nichts mehr gegen machen. Aber der verliert kontinuierlich live, wird also nicht mehr großartig ankommen. Oh, mutig. Das ist der neue, das ist dieser Riesendämon, ich weiß gerade den Namen nicht. Kann ja auch nicht alles auswendig. So. Wir hoffen natürlich, dass der jetzt hier mit durchkommt und dass der auch was reißt. Ein Schild, jawohl! Die Priesterin dazwischen gestellt, die dann unbesiegbar ist. So, jetzt wird's entscheidend. Schaffe ich sie noch zu heilen oder nicht? Nein, schade. Schade, 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 schade. Warum kann ich nicht spielen, weil der Sniper noch da ist? Die halten uns sehr gut zurück. Mit den Scharfschützen haben sie den Range-Vorteil. Sehr gut, Blitzschlag ist weg, jetzt kann ich. Baut's. Schieß ruhig, ich krieg gleich den Geist, das ist auch gut. Die Wolkenschlange muss ich unten spielen, die brauchen wir hier. Schafft er nicht, schafft er nicht. Genau, sehr gut gespielt von ihm. Warte. Betäubt. Verdammt, er hat noch zugehauen, so ein Mist. Wird mein Decker nochmal unbesiegbar? Nein, diesmal schafft das nicht. Schade. Wäre jetzt nochmal wichtig gewesen. Kriegen wir aber nicht mehr hin. Werden wir wohl knapp verlieren.
kann immer abspringen hier mit seinem Kleinen. Jetzt wird es für uns richtig bitter, wenn wir uns hier nicht gleich was einfallen lassen. Bautz, 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 Bautz. Die Scharfschützen sind weg. Das ist zwar alles ganz nett, aber wir haben, ich habe nichts weiter jetzt hier, um großartig zu unterstützen. Die Heilerin läuft da ganz alleine. Bleibt aufgedeckt, bleibt aufgedeckt, bleibt aufgedeckt. Gut gespielt vom Gegner. Da können wir, kommen einfach nicht durch. Zack, betäubt. Jetzt gut läuft. Das war vielleicht jetzt überhastet. Wenn ich die wäre, würde ich jetzt ganz cool spielen. Die sind kurz vor Mana-Raserei. Wir können es jetzt nur noch mit einem Overrun gewinnen. Nur noch, wenn wir jetzt irgendwie durchkommen. Das ist jetzt unsere letzte Chance, das Ding irgendwie zu gewinnen. Die letzte Chance. Ich heile nochmal. Ja, er scheucht nämlich jetzt alle weg, wenn er irgendwas geklatscht hat. Und jetzt können wir noch gewinnen. Einfach schick los. Schick einfach rüber. 83, 50 live. Jawohl! Kurz vor der Mana-Raserei waren die. Wir hätten sonst verloren. So einfach kann es manchmal gehen. Das war gut gespielt am Ende. Da ärgert man sich. Wenn man so einen Vorsprung hat, ich sage, das war zu übereilt, wenn du da nicht das cool runterspielst. Wenn du darauf spielst, wirklich auf Late Game, darauf zu warten, dass du quasi Mana-Raserei kriegst, dass du eben halt dann den Vorteil hast. Weil dann kriegst du, glaube ich, dreimal so viel Mana in der Zeit, wo der andere eben halt das noch nicht hat, wenn du den Vorsprung hast. Und den hätten sie gehabt, mindestens 30 Sekunden, dann wären wir alle gewesen. Das hätten wir nicht mehr kompensieren können. Ja. Ich weiß, es ist immer, ich müsste das hier auf Zeitlupe stellen, damit ich euch alles erklären kann, was auf dem Spielfeld passiert. Kann ich jetzt hier rüber gucken? Warte mal, Sammlungsansicht. Ne, da müsste ich, glaube ich, Erschaffungsansicht machen. Na, jetzt kann ich hier nicht mehr zeigen. Den letzten. Hätte ich abbrechen müssen. Ja. Weil dieser Dämon kann eben halt alles töten, was er nachher weniger als 40% Life hat. Und was er dann tötet, dann versetzt die anderen einfach in Furcht und die laufen dann weg. Und das hat uns gerade eben übelst gerettet. Der kostet 10 Mana. Also etwa der Junge, der bringt's. Oder er bringt's nicht, ne? Aber in dem Moment war es super. Gut, neues Spiel, neues Glück. Wir sind mit zwei Bogenschützen. Die anderen haben wieder den neuen. Und am Ende den Drachen. Die Madame hier hinten hat nachher den Drachen mit dabei. So. Die können froh sein, dass ich jetzt gerade keinen 7-Mana-Strahl habe. Nur schlechte Karten. So, müssen wir so regeln. So. Betäubt zwar gerade nichts, aber. Hexenwölflein. Da ist er wieder, aber die Arkanistin, die sollte das regeln. Macht sie. Kriegt sogar noch ein Schild als Belobigung obendrauf. Betäubt sie! Jawoll! Schön den Meister betäubt. Wir spielen heute wieder auf den Vorboten. Haben wir wieder nichts anderes. Das Heiläffchen. Mach ich so rum oder mach ich so rum? Was hat er jetzt auch 7 Mana? Warte. Zack. Stört mich nicht. Bin im ersten Schlag, kann ich ausweichen. Quasi. Kriege ich aber einen Hit. Dann überlebe ich es nicht, aber das ist okay. Ist okay, die beiden Affen sind auch weg, die kosten auch 4 Mana. Jetzt will er mit der Kavallerie durchtoben. Gegen Schild kannst du nichts machen. Er zieht sein Kommando zurück. Wenigstens einen, der zwei.
ganz cool bleiben. Wir haben noch ein bisschen. Hier, lass sie doch erstmal kommen. Ah, zack. So, levelmäßig ungefähr Gleichstand. Nicht meine Bogenschützen. Piu, 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 piu. Oh, das ist hier super. Schützen. Das wird uns gerade nicht helfen. Oh, noch einen Geist bekommen, der Drecksack. Kannst du noch was mit zustellen? Zack. Ah, schade. Wenn der Schild noch gehalten hätte, wäre es perfekt gewesen. Komm, halt sie auf. Jo. Wolkenschlange lebt noch. Kann aber das Hackebeil nicht aufhalten. Hackebeilchen rennt hier gerade durch. Das Äffchen ist mit dabei. Das Äffchen muss sich aber jedes Mal heilen, wenn es getroffen wird. Die stehen außerhalb der Kampfrange. Die Betäuberin. Hier ist eine Wand. Schön die Wand angreifen. Ja, guter Junge. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nee. Kriegen wir gerade nicht besser hin. Müssen wir mit arbeiten. Komm schon. Ah, kriegst du mal 50% Schaden. Das ist natürlich immer bitter. So, irgendwann sniper ich ihm sein Häuschen weg. Nein, ach, hätte ich das vorher gewusst. Alles gut, einen Bogenschützen nur verloren. Zack, mal einen Schild verpasst, damit der Vorbote erstmal einmal daneben schießen darf. The Brother of the Light, da kommen sie wieder. Laser ich die so weg? Ja, muss ich. Zack. One-Shot! Ich bin kein Freund von den Brüdern des Lichts, weil sie zwei sind und du kannst sie eben halt super wegsnipern. Aber nichtsdestotrotz sind wir gerade mächtig in Bedrängnis. Und wenn ich jetzt hier nicht gleich was mache, sind wir am Arsch. Noch haben sie nicht gewonnen. Wenn ich den jetzt noch spielen kann, dann haben wir gute Karten. Dann kriege ich vielleicht noch den Drachen weggelasert. Ah, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Schafft er noch. Komm schon. Hierher. Jawohl. Wir halten uns noch mit unseren 200 Lebenspunkten. Noch ist die Nummer nicht durch. Wenn jetzt einen 7-Mana-Strahl haben, dann ja. Aber sonst noch nicht. Den größten Vorteil haben die gespielt. ...126 Life. Wir haben immer noch ein bisschen. Ein bisschen haben wir noch. 127, Entschuldigung. Das sind 40, 47. Ja, das reicht. Wir werden uns jetzt platt machen. Mit irgendwas. Wir stellen gerade alles auf, was wir haben. Können wir nicht mehr gewinnen. Das ist unmöglich. Noch geheilt. Komm schon, ja! Es bringt zwar nichts mehr, ich weiß, dass wir verloren haben, aber es wird noch gekämpft bis zum bitteren Ende. Wir geben uns einfach nicht geschlagen. Ja, wie schwer das sein kann, jemanden noch 46 live abzuziehen. Das sind jetzt wieder 47. Ich kriege ganz zu viel. Komm, halten wir noch mal drauf. Prügeln wir sie noch mal auf 1000 Punkte runter. Wir haben verloren. Ich gestehe schon mal ein. Da kann ich nicht machen. Da kommt da der Feuerball. Na endlich. Aber das kann schon mal in die Hose gehen. Aber auf dem Niveau macht das immer einen riesen Spaß. Da kann jeder gut spielen und da brauchst du dann immer einen kleinen Ticken Glück. So,
Eins mache ich noch und dann zeige ich euch hier nochmal diesen super Dämon. Wenn ich es nicht vergesse bis dahin. Muah. So. Jetzt habe ich die Freundin mit dem Drachen. Gegen Bogenschützen und sie, die ein bisschen trappen kann. Hast du einen lustigen kleinen Hund? So, schön warten, bis die zwei Bogenschützen drüber sind. Dann kriege ich nämlich noch einen vierten. Zack. Nein! Doch! Nicht! Leck mich ernsthaft. Oh, komischen Arkan-Zauber. Komm, einer darüber, danke. Das Musketier ist aber gleich tot. Bautz, alles betäubt. Den hat er, den hat er. Komm, spiel. Willst du nicht, oder was? Eine Minute, ungefähr Levelgleichheit. Wir haben Schild, da kommst du nicht durch. Oh fuck. Da bin ich gerade verrutscht. Jetzt hat's geleckt. Ganz kurz. Das ist entscheidend. Das kann jetzt echt bitter werden. Unten haben wir auf jeden Fall die Brücke sicher. So viel schon mal klar. Könnt ihr schaffen, könnt ihr schaffen, könnt ihr schaffen. Jawohl. Kriegt das Ding. Bautz nochmal geheilt. Und so wird aus ganz viel Pech auf einmal Glück. Weil sonst hätte ich den nämlich schon längst weggelasert gehabt. Brauchst du nicht, ist unnötig. Meine kleinen Feder von eben gerade wieder ausgebadet. Momentan guten Levelvorsprung. Jetzt kannst du ja. Ja. Dieser Geisterturm verteilt immer einmal extra Life. Und betäubt! Bautz aus dem Bild gekickt. Geile Nummer, ne? Ich liebe diesen Affen. So, ja, Arkanistin, Flächenschaden. Der Affe darf aber trotzdem noch einmal betäuben. So, diesmal passe ich aber auf. Diesmal passe ich auf. Der kommt nicht weit. Ah. Nee, danke, danke, danke. Der Gegner hat einen Blitzschlag direkt gekontert und lässt es nicht übernehmen. Du kannst nicht alle haben. Genau. Die kleine Katjuscha, die hier mal angefangen kommt, das ist keine Ahnung, was ist gerade wieder Regen. Ich nenne ihn immer Katjuscha, weil er immer so umherläuft. Der kommt jetzt durch, den kann ich nicht mehr blocken. Das reicht nicht mehr. Oder kommt direkt eine dicke Skeletthorde? Die macht das schon. Die dicke Skeletthorde. Cool bleiben, cool bleiben. Hier, da ist eine Wand. Ganz entspannt. Meine Wolkenschlange hat Wut und Eile. Die hat Schild. Oh, Lack gehabt. Wäre fast explodiert, das Teil. Geht's los. Wir haben knappen Levelvorsprung. Wolkenschlangen immer noch aktiv. Jetzt die eine immer noch mit Wut. Wut und Eile. Die marschiert durch. Die Wolkenschlange, meine Damen und Herren. Die Wolkenschlange. Der beste Mann auf dem Feld. Holt er den Drachen oder holt er noch nicht? Nein, er holt noch nicht. Er hat einen Aufstieg der Verfluchten. Alles, was stirbt beim Gegner, wird für uns ein kleines Skelett. So. Jetzt Flächenüberlegenheit. Wenn er den Drachen zieht, dann jetzt. Hol ihn. Noch hast du das Geschütz als Deckung. Go, Rubble!
wartet zu lange, meiner Meinung nach. Ich meine, er hat die Zeit. Jetzt. Setz sie ganz tief. Ich bitte dich. Der Dicke macht das schon. Zack. Drache kommt durch. Drache ist vor der Zitadelle. Drache kriegt jetzt Heilung. Meiner wird unbesiegbar gleich. Und damit haben wir gewonnen. Das dürfte nicht reichen beim Gegner. Weil der Drache greift an und mein Dicker hat immer noch verspotten. Das darf man nicht vergessen. Kommt noch an. Und dann war's das. Schönes Spiel. Gut runtergespielt. Auf den Joker gespielt, den man hat bei ihr. Aber ich spiele ja meistens immer mit der gleichen Variante, weil ich will ja auch vorankommen. Muah. Jetzt gibt es ja verschiedene Meister. Warte, 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 da muss ich glaube ich in die Deckübersicht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Die habe ich gar nicht. Sie ist das hier zum Beispiel. Ja, ich habe den Meister nicht. Dann kann ich ihn nicht zeigen. Oh, ist das wieder dämlich gemacht. Bei den Karten hier. Man kann sie sich hier alle angucken und... Erschaffungsliste. Fehlen mir immer noch zwischendurch welche. Muss mal ganz nach hinten. Hier. Ja, yeah, Prinzessin der Albträume. 40% weniger Greifteaser, bla 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 und Angst und so weiter. Kann man sich durchlesen. Ich bin immer ein schlechter Vorleser. Versetzt diese dann in Flucht und dann hauen die alle ab. Richtig bitter, kann man gut drauf aufbauen. Ansonsten, Brüder des Lichts sind, ist halt, die sind halt zwei, aber die kosten 10 Mana und haben ein bisschen Lichtrüstung. Im Gegensatz zu meinem, auf den ich ja spiele, schon Ewigkeiten, mein Dämmerungshammer, hat verspotten, Himmelsarmee und gleichzeitig Himmelsschild. Alle die 6 Sekunden Rüstung, wenn die aktiviert werden, richtig bitter für den Gegner. Kann ich nur empfehlen. Ja, das war's wieder heute. Mal wieder ein bisschen Minion Master gespielt. Also ich finde das Spiel immer noch klasse und ich freue mich schon wieder, wenn ich wieder Grandmaster bin.